natürlich Gold haben. Boah. Nee, Mann, das war die eine Münze, die ich da übersehen habe. Ich meinte, das hätte eigentlich reichen sollen. Ah, hier oben sind noch welche. Ah, hier habe ich vergessen. Okay. Okay. Ich werde natürlich diese Prüfung alle in Gänze zeigen. Also, könnte sein, dass bei einer Prüfung dass eine komplette Session einnimmt oder so, weil, wie gesagt, die Prüfungen sind schon recht anspruchsvoll. Wie ich finde. Ich hoffe, das langt. Trotz meinem Fail. An der Stelle, ich glaube, den habe ich noch nie holen können, wirklich. Also wäre mir zumindest neu, weil ich immer diese Stelle verkacke. Oh, jetzt zerquetsche ich, da hole ich mir die Münzen. Schwerttyp erledige ich. Drei Schwerter auch. So. Hier zerschneiden. Hier machen wir auf und gehen da rein. Stechen hier nach unten und wir gehen weiter. Und damit werden die erledigt. Und ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deshalb ist Regen gerade so ein bisschen fehl am Platz. Ich hoffe, das langt trotz dieser einen verpassten Münze. Oh, scheiße. Weiß ich nicht, ob das langt. Wir sehen, jedes Mal, wenn wir getroffen werden, kriegen wir 500 Punkte abgezogen. Das ist natürlich unglaublich scheiße. Hopp, 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 hopp. Okay. Versuchen wir es nochmal. Und wenn es die ganze Zeit dauert. Und ich finde es scheiße, wenn man irgendwas rausschneidet. Deshalb, man hat auch bereits gesehen, ich habe noch nichts rausgeschnitten, wirklich eigentlich nichts war. Einfach nur, es kostet mich auch unglaublich Zeit zu schneiden und ich habe die Zeit in letzter Zeit nicht. Das ist das Problem, also schon fragwürdig, wo ich so viel Zeit hernehmen soll. Die hole ich mir gleich. Ran, 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 ran. Ups. Das hat keiner gesehen. Gell? Also es ist jetzt der dritte Versuch. Also, ich meine, zum Thema Schneiden nochmal, das ist natürlich irgendwie legitim, wenn ich hier 5 Minuten Pause mache, wo nichts passiert. Aber ich finde, das hier sollte man schon zeigen, auch wenn die Leute dann, ich meine, es ist ja auch eine Prüfung für euch. Ich mache das ja auch für euch alles. Danke. So. Hier weiter. Los, los, los. Wir haben noch keine Zeit. Danke. Ah, und geschafft. So, hier können wir jetzt öffnen und warten, 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 warten. Wir gehen hier durch. Und können hier runter. Auf die Seite. Ich lasse hier stehen. Seite. Jetzt hier die Münzen. Dich. Dich. Die Münzen. Die Münzen gehen hier rein. Spring hoch. Schwertangriff. Die Münzen.
Ja, ich hab noch genau genug Zeit. So. Für die untere Stelle muss ich mir was überlegen. Ich glaube, da muss ich aufpassen, weil das letzte Mal hat es auch gut funktioniert. Machen wir jetzt mal so. Gut. Drück die Daumen, drück die Daumen, drück die Daumen. Hopp, das reicht doch. Zack, 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 zack. Danke! Und gleich mit einem paar hundert Millionen Trilliarden Punkten. 27.550 Punkte. Damit haben wir Gold erreicht. Verlassen. Yay, wir haben die Prüfung abgeschlossen. Yay, und haben ein Leben dafür bekommen. Ich dachte, er gibt uns was hier. Magolor wird uns was geben. Hey, du Magolor, ich tritt dir mal in den Arsch. Okay. Oder nicht. Wir sehen, haben wir hier das Ninja-Spiel freigeschaltet. Das werde ich aber immer noch anders erzeugen. Ich wollte nur zeigen, wie es da ist. Nicht, dass ihr denkt, oh, ich hab vergessen. Ja, komm, die Zeit reicht noch für ein Level. Ein kleines Levelchen. Okay. Wir gehen zurück in die Rosinenruinen. Für Level 1.3. Yay! Level 1.3. Yay! Ich finde auch den Hintergrund, wenn man so auf den Hintergrund achtet, so diese Kugel da, die da an diesem Sandwolken-Ding ist. Finde ich schon toll. Da hinten eigentlich irgendwas. Außer nicht. Wow, was denn du? Okay. Ah! Aua. Nein. So. Und hier können wir nach unten. Für eine Maxi-Tomate. Kletter, kletter, kletter. Zack. Zack. Okay, und wir sehen, hier können wir natürlich reinlaufen. Gehen hier runter und haben Sterne gefunden. Das ist total toll. Wow, also ohne dieses Geheimnis wäre ich jetzt wahrscheinlich verloren. Ich töte dich und wir gehen rein. Natürlich die Pfeile sagen, wir gehen nach oben, wir gehen natürlich auf der Seite von den Sternen, weil hier ist Belohnung, da drüben tut's mir weh. Total seltsam, schweres Rätsel und wir bekommen ein Leben und da drüben hätten wir nur die Schlaffähigkeit bekommen. Die wir natürlich nicht wollen, weil die scheiße ist. Nein. Verdammt, egal. Gehe ich mal ohne Fähigkeit weiter, weil ich weiß, wir bekommen hier gleich wieder einer. Nicht von denen da, ich dachte, die wären's. Nee, hier war. Wir bekommen die Tornado-Fähigkeit. Auch eine total geile Fähigkeit. Wir können hier so uns in so einen Tornado verwandeln. So. Und uns damit richtig viel überall hinbewegen. Ganz schnell. Wenn wir rennen. Und wenn wir springen. Können wir hier solch einen Seitwärtswirbel machen. Wir sind, während wir in der Tornado-Fähigkeit sind, sind wir unverwundbar. Es ist sehr schwer, den zu lenken. Wenn wir drücken, steigen wir nach oben. Wenn nicht, fallen wir. Wir können, wenn wir nach oben machen, können wir diesen Wirbelangriff machen. Macht weh. Das wollte ich nicht. Ja, und wenn wir springen und nach unten, können wir halt diesen nach unten machen. So, machen wir fertig. Mal gucken, ob ich noch... wenn wir... Während wir uns drehen, können wir die Wiimote schütteln und dann können wir hier nochmal so einen super Angriff ausführen, der ein wenig Schaden macht.
Ich spiele zu viel rum mit dem Teil. So, ich lasse es mal fallen. Und das haben wir gemacht, um die Tornado-Fähigkeit zu halten. Wow, das hat es gebracht. Und wir halten ein Zauberzahnrad. Das bringt natürlich schon mehr. Wir drehen uns nach oben. Jetzt hier hin und dann haben wir Essen gesehen. Und weil wir natürlich voll angestellt haben, brauchen wir natürlich etwas zu essen. Nom, 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 nom. Ich spiele eindeutig zu viel rum. Oh. Und ich finde auch diesen Wirbel auf dem Kopf von Kirby cool. Und hier haben wir eine neue Fähigkeit, die Sprungfähigkeit. Wir können sie aufladen und einen so Supersprung machen. Wir müssen nur drücken, haben wir den kleinen. Einmal aufladen, haben wir so einen mittelstarken. Oh, Zauberzahnrad vergessen. Danke. Und wir können die auch in der Luft und können sie nach unten einsetzen. Das ist also so die Fähigkeit dann. So, wir sehen, auch hier sind wir wieder unverwundbar. Feuer oder Bumerang? Ich nehme Feuer mit. Hier haben wir ein neues Item. Eine Kiste. Die können wir werfen, die fällt dann so rum und explodiert und kommt eine Maxi-Tomate raus. Also im Endeffekt hätte man auch eine Maxi-Tomate hinlegen können. Aber man kann auch zur Not noch Waddle Dees bewerfen damit. Aber, ja. Und wir haben natürlich einen kleinen Miniboss. Das ist König. Dreimal durch die Ratenwelt und Fähigkeiten von ihm bekommen. Genau. Natürlich Wasser. Was denn sonst? Sieht man doch. König Lupsch ist erledigt. Und wir nehmen natürlich den Beam mit. Sieht total seltsam aus. Yay, Fässer. Aua. Hätte man vielleicht auch Donkey diese Fässer. Mit dem Beam können wir diese Bombe erreichen und bekommen ein Zauberzahnrad. Danke, König Lupsch. Dafür musstest du nur sterben. Ich verrück als mal mein Mikro. Ich habe so die Angewohnheit, hin und wieder mit meinem Mikro einfach zu fassen, weil ich noch nicht so ganz gewohnt bin, dass da irgendwas hängt. Das heißt, es könnte zwischendrin ein paar Qualitätsschwankungen oder so etwas geben oder Spitzen. Und wir haben hier so ein Fass. Und können wir uns schießen. Das erinnert so ein bisschen an Donkey Kong's Country. Mit dem Schießen. Also Fässer schießen. Fehlen jetzt nur noch Bananen. Nein, da will ich nicht hin. Ich will darüber. Darüber, weil hier gibt es Bomben. Und ein Zauberzahnrad. Damit hätten wir alle Zauberzellen wieder in 2.3. Ich will immer 1.3 sagen. Oh. Und feuerfrei. Oh, das war natürlich total dämlich. Aua. Hey, Milchshake. Hier ist noch was. Essen. Und hier ist noch ein Milchshake. Oh, Gabi ernährt sich von Milchshakes heute. Habe ich so das Gefühl. Bonussprung. Und... Boah. Perfekt. Wow. Hallo, Raumschiff. Schön, dass du da auch noch da bist, dass du zumindest eine kleine Rolle nebenbei hast. Zap. Und Stage 4 geöffnet. Gut. Wie war das Ding eigentlich? Egal. Gut, ich würde aber dann sagen, wir machen Schluss für heute. Mein Name ist Gortolk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, ciao.